Medaillenrängen heraus. Und nun Daniela Silivas, die letzte Starterin am Stufenbarren. Gestern im Mehrkampf fiel sie vom Schwebebalken, aber jetzt will sie natürlich eine Medaille. Bela Frey bisher geturnt. Sie turnt alles bis in den Punkt aus. Unterschwungshalte vorwärts, halbe Drehung, steht sie hin. Jawohl! Jawohl, und nun kann es doch noch passieren, dass Fandi Begleitung bekommt auf dem Siegerpodest. Begleitung von Daniela Silivas, hier auch in Seoul olympisches Gold am Stufenbarren gewann. Außerdem am Balken und am Boden und Silber mit der Mannschaft und im Mehrkampf. Auf dieses Gold wartet sie ja immer noch vergeblich im Mehrkampfwettbewerb. Aber hier könnte es klappen. Und das Publikum fordert mit Staccato Beifall die 10. Ob hier die Kampfrichter die 10 zubilligen werden, werden wir in wenigen Sekunden wissen. Mein Blick geht nach unten zu Daniela Silivas, die ungeduldig wartet, zu den Richterinnen, die ihre Wertung abgegeben haben, und zu den Oberkampfrichterinnen, den Schiedsrichterinnen, die noch auf dem Monitor kontrollieren, ob die Wertungen so herausgegeben werden dürfen oder man noch etwas korrigieren muss. Fandi also mit der Traumnote 10, Strajeva UdSSR 9975 und Daniela Silivas erhält ebenfalls die 10. Damit gemeinsam mit der Chinesin Fandi Weltmeisterin 1989 am Stufenbarren, Olga Strajeva, dadurch Bronzemedaillengewinnerin aus der UdSSR. Eine Silbermedaille wird also bei diesem